Fantastic. Hallo und willkommen zu einer besonderen Episode Let's Play Clash of Clans mit einer so eine kleine besondere Episode, weil ich mir gedacht habe, es ist einfach mal Zeit, nochmal ganz kurz über das Update zu reden. Ich weiß, viele von euch sind nicht so ganz zufrieden mit der Tatsache, dass man am Tag halt nur einmal diesen, ich sage mal, in dem Bild, was ich jetzt einblende, heißt es Versus Battle Reward, also die Duellbelohnungen. Die Duellbelohnung, die du ja kriegst, du kriegst ja einmal, wenn du gewonnen hast, kriegst du ja was und dann nach einem 3-Siege-Bonus bekommst du nochmal was und je höher du mit den Pokalen bist, was ja auch viele wahrscheinlich nicht verstanden haben, je höher du mit den Pokalen bist, desto größer ist natürlich auch dein Bonus. Das ist ja logisch, ne? Also, aber viele haben sich ja beschwert, du kannst es nur alle 24 Stunden machen, du müsstest gemmen, um dann wieder was zu machen. Deswegen gab es im Forum, bei Supercell, glaube ich, war das, vielleicht kann aber Reddit gewesen sein, gab es einen findigen Burschen, der mal sich da hingesetzt hat, mal eine Idee hingeschrieben hat. Ich habe mir da auch mal Gedanken zu gemacht, habe auch mal ein eigenes Konzept mal erarbeitet. Also, er sieht das so, dass man es noch ein bisschen höher macht. Also er sagt quasi, momentan sind es ja 3 Siege, dann kriegst du den Bonus und plus den normalen Win-Bonus. Er sagt, es wäre cooler, wir nehmen normalen Win-Bonus, 5 Siege-Bonus, 10 Siege-Bonus und den normalen Win-Bonus. Also du hast einen Bonus, wenn du gewinnst. Und dann kriegst du nochmal 1000 obendrauf. Du hast aber auch noch 10. Bei 5 Siegen kriegst du 100.000. Bei 10 Siegen kriegst du 125.000. Ist es halt für 2200 Pokale. Das ist ja dann sowieso, wäre ja sowieso angepasst, je nachdem, in welcher Pokalregion du dich befindest. Und dann win a versus battle to earn loot. Na ja, gut, klar. Keine Ressourcen. Aber dann bis zu 10 Siege am Tag mit 2 großen Bonussen. Bei 5 und bei 10. Bisher war es ja bei 3. Bonus Win Bonus will help resources continue to trickle into your base and does not have a cap. Also, ich finde die Idee ganz cool eigentlich, dass du dann bis zu 10 Siege haben kannst, ohne dass dann dein Bonus stockt. Aber was ich mir mal Gedanken gemacht habe, ist, sie wollen ja eigentlich damit erreichen, dass da vor allem deine Heimatbase jetzt zum einen nicht so vernachlässigt wird, zum anderen dass die Leute nicht so schnell maxed sind in der neuen Welt, in Clash of Clans, in der Bauarbeiterbasis. Deswegen habe ich mir gedacht, wieso macht man sich einfach umgekehrt? Du nimmst abnehmenden Loot. Du sagst, bis du die 3 Siege hast, hast du den normalen Bonus, wie bisher auch, plus halt den zusätzlichen Bonus, den zusätzlichen 3-Siege-Bonus, alles wie bisher auch. Ab 3 Siege kriegst du einfach pro weiterem Sieg 75%, ab 10 Siege 50, ab 15 Siege 25 und ab 20 Siege einfach 0. Das finde ich eigentlich noch eine viel geilere Idee, ist mir aber mal so eingefallen, denn das würde ja das Problem im Grunde auch lösen. Dass du ja sagst, ich habe nicht genug, oder ich kriege nicht genug, ich habe nur 3, das ist ja eigentlich so das Problem, dass du der Anreiz dann fehlt. Ne? Du hast 3 Spiele, danach hast du deinen Bonus, im besten Fall nach diesen 3 Spielen schon voll, was machst du dann? Du hast vielleicht auch etwas, was du upgradest, dann fehlt dir der Loot, dann musst du vielleicht einen Tag wieder warten, das gab es ja auch alle schon. So hat es ja vielleicht ein bisschen anders noch gelöst, wie gesagt, 3 Siege, ganz normal alles wie bisher. Ab diesen 3 Siegen 75%, ab 10 Siegen nur noch, immer noch 50%, ab 15 Siegen 25% und ab 20 Siegen einfach gar nichts mehr. Das wäre so mein persönlicher Vorschlag, wie man das denn gestalten könnte. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren mitdiskutieren. Ich dachte mir einfach, wir machen heute mal so eine Spezialepisode dazu. Ist mir immer noch so, weil ich es halt eben gesehen habe, das Bild, dachte ich mir so, komm, dann nimmst du halt nochmal eben was auf. Und wie gesagt, Leute, diskutiert mal gerne mit in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich weiß, viele von euch waren jetzt nicht so ganz so angetan davon. Und ja, da würde ich mal sagen, gucken wir uns mal eben ganz kurz noch das Ende meines Angriffs an. Gegen den I am the Legend von Double Trouble. Ich spiele aktuell sehr, sehr viel Riesen und 2 Riesen und dann den Rest gefüllt mit Bogenschützen. Oder mit Schleichschützen sind es ja in diesem Fall. Bin ich bisher ganz gut mitgefahren, muss ich sagen, weil einfach, ja, die Riesen sind gut am Tanken, der Rest läuft dann auch. Und dann habe ich eigentlich auch kein Problem soweit. Und ja, das war auf jeden Fall die Episode heute. Ich wünschte mal, sie würden sich da mal Gedanken zu machen, die Leute von sowas. Ich glaube aber schon. Ich glaube schon, sie machen sich da Gedanken zu, dass sich da was ändert. Und ja, dann sage ich Dankeschön, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und wir gucken eben noch auf meinen Bonus. Oder beziehungsweise auf meinen Sieg. Kriege ich den? Ja, 3 Sterne. Dankeschön fürs Zuschauen und bis morgen. Macht's gut. Tschüss.